Hallo Leute, ich wollte nur mal kurz sagen, in diesem Part und in den nächsten paar Parts werde ich etwas zu leise sein. Dezent. Und die Parts sind ein bisschen geschnitten, aber das wird man, glaube ich, raushören. Also, wir haben erst weitergespielt, bevor wir dann Level 12 was, glaube ich, gemacht haben. Und deswegen war da ein bisschen Rumschneiderei. Und so. Ja, ach ja, noch kurz. Wir sind in dem Level gerade etwas weiter als, also in der Aufnahme, als wir zuletzt waren. Das lag daran, weil ich anscheinend gedacht habe, wir waren zumindest in der Aufnahme weiter, als wir eigentlich in der Aufnahme waren. Naja. Auch egal. Das Level hat man eh schon mal gesehen. Im nicht hardcore schwer ran. Tschüss. Oder, ja, tschüss, nicht ganz. Er versteht schon, was ich meine. Nimm wieder aus. Ihm, nicht so wie ich in anderen Folgen gesagt habe. Also, denen, die da danach kommen. Dann. Weil wir einfach mal erst ein bisschen Doppeln gemacht haben, bevor wir das gemacht haben, weil das End scheiße ist. Ich mag das. Das ist jetzt aber nicht. Ich mache jetzt den Super Risky Risk Jump. So. Nein, komm, bleib. Ja, sehr schön. Ich bin drüben. Okay. Ich mach dann den etwas normaleren Weg. Hast du ernsthaft? Hast du ernsthaft? Wie willst du mich umbringen? Hä? Du hast die Lava wieder geöffnet dadurch. Ups. Warum musst du die Lava schließen? Die stört dich doch sowieso nicht. Doch, mich stört's. Machst du mal rechts kaputt? Dickes Eis. Mein Hammer bringt hier nichts. Oh. Ich hab einfach so was. Einfach runter. Ja genau, ich meine, die B ist runter und dann geht's nach oben. So. Ah ja. Lava. Das scheint, das ist... Ah, doch. Man braucht halt mehr als eine Lage. Das geht ja ganz schön tief. Oh mein Gott. Na, scheiß drauf. Aktivier schon mal die Gegner. Der bleibt da sogar hängen. Aber er fliegt. Nein, ich hab die Gegner rein. Oder wie? Der eine rollt runter. Halber. Okay, der eine ist im Cage, der andere ist auch noch im Cage gestorben. Da ist da hinten einer, da oben einer. Der ist runtergefallen. Okay, der schmeißt ihn runter. Boah, das war geiler Cage-Time. Einer kommt noch, aber der ist eingefroren. Ach so, ja, dann kann er uns erstmal eh nichts machen. Alter, sind hier viel Leben, der ist gespawnt. Also, nee, wir sind ja, wenn ja, Gegner eingecached ist und geeist wird, dann stirbt er immer. Sein. Warte, ich mach das auf die altbewährte Methode. Was, man kann es so aufbrechen? Ja, der Stein reicht dafür. Willst du jetzt den da sprengen? Nein, der Stein, den lässt jetzt runterfallen.
Okay, jetzt. Und dich schon mal vorbereiten. Komm hier, Gegner. Slow Aura. Hier, Gegner. Nur einer. Mit Keule. Okay. Ich geh vor. Wie machen wir das am besten? Hier, da kämpft du. Wir müssen wohl. War noch nicht lange. Oh nein, also. Nach rechts laufen. Oh, da ist auch was. Okay. Die Sache links auch in Ordnung. Wenn der Kampf dann bitte einfacher ist als der gegen den anderen. Ja, weil hier so viele Super Areas sind zum. Und an der Decke Holz und so. Na, jetzt will die Kamera nicht nach rechts. Okay. Du könntest ihn sogar nur als Magier schlagen mit der Pflanze. Wenn der Bosskampf ist, weil das Level sowieso schon lang genug ist, aber jetzt zumindest einfacher. Was mit der Blume da oben? Die kann tödlich sein. Das war noch gar nicht. Ich habe hier einen Charakter verloren, aber zum Glück war ich ein Singleplayer und hatte dann meinen nächsten. Statt den Tod. Ich sehe nichts unten, weil die Kamera irgendwie oben bleibt, statt runter zu gehen. Komm einfach zu mir. Ich laufe nach rechts, bringt das was? Oh, ja. Okay. Wieder genug, ich halte den da mal weg. Reicht das so? Du musst da weg, wir müssen das höher bauen. Hier ist hoch, ich mach Rüstchen. Oh, scheiße. Ich rutsch ab, ich. Aber du kannst ruhig sterben, ich kann dich zurückholen. Ah, okay, du bist da. So. Ja, jetzt kommt der schwere Teil des Levels, Dennis. Was? Das ist ein Superjump. Jetzt kommt der schwere Teil. Jetzt kommt der schwere Teil. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, aber auf der anderen Seite der Brücke ist noch ein Kampf. Deine Zweige lang und stark werden, Alter. Damit ich weiterkomme. Hallo, ich bin ist noch nicht fertig gebaut. Ja, aber trotzdem. Warum? So. Sie hat den Baum wachsen lassen. Ja, meine Kamera scrollt nicht weiter. Okay, gut. Mein Scherz, Dennis, wir haben es geschafft. Jetzt müsstest du das Achievement bekommen. Gefunden, dass Isabel ja, in der Tat Spaziergang im Park. War. Die wunderbar. Zurück zu war das ja auch gerade. Wir spielen jetzt das letzte Kapitel und rein von der Reihenfolge her werdet ihr wahrscheinlich dann den 12. Also hier, das hier schon gesehen haben. Aber eigentlich nehme ich das hier erst später auf. Siehst du? Also wir nehmen jetzt 13 auf. Ja, whatever. Egal. Musst du denn allen gleich verraten, dass du Level 13 aufnimmst, bevor du Level 12 schaffst? Ja, genau, das wollte ich damit jetzt sagen. Jetzt hab ich's verraten. Ich hab ja auf das Level gezeigt. Das ist ja verständlich für mich, Chat. Okay. Rausgefunden, dass also, Leute. Nee, da können wir auch rein. Wenn reinlegen. Ihr das hier seht, dann. Stürmen wir das Versteck. Dann war ja im vorherigen Video bereits der Solo-Part von Dennis, wo er Level 12 solo macht. Hoffentlich, außer ich mach was falsch. Im Bereich das hochladen. Schaffst du, ich hab's beim ersten Versuch hingekriegt. Nein, ich meine, gleich hochladen. Also, das ich wirst denke, du. Dass der Part von der Reihenfolge anders kommt. Ich erinnere dich dran. Jeden Tag wird Zeit. Das wird viel bringen. Oh. So. Die Kiste kennen wir bestimmt schon. Ja, aber ich hab's noch einmal. Wie traurig. Sie sehen so glücklich zusammen aus. Sie sehen so friedlich aus, ihr abgelegt. Seht mal! Also bewegen willst du? Oh, it's magic! Ich erinnere mich gar nicht mehr an das Level. Magier ist magic. Was war nochmal der Endboss? Wieso bist du da durch und ich nicht? Ja, weil das halt so Teleporter ist, wo nur ein Mensch Prinzessin durchgeht. Isabel! Eure Ritter sind hier! Warte mal, das ganze Level war nur der Bossfight? Seid ihr verletzt? Ja, na, dann fangen wir mit DLC an, würde ich sagen, weil das schaffen wir in 3 Minuten. Schrien und riefen nach der Prinzessin. Doch aber wobei, auf dem Schwierigkeitsgrad ist es ein bisschen schwerer. Weißt du, das ist also sie kann uns nicht hören. Sie scheint bewusstlos zu sein. Ja, ich hab grad vergessen, dass wir auf Hardcore schwer spielen.
Dann schaffen wir es eventuell nicht in 3, sondern in 3 sich versuchen. Das Seelenartefakt ist also an euch drei gebunden. Ich frage mich, was passiert, wenn ihr alle... Was passiert, wenn du mehrfach ESC drückst? Gar nichts, öffnet sich immer wieder das Menü. Damit kommst du nicht durch, okay. Wie auch immer dein... Und zählt das hier nicht als Intro. Oder es geht nur um Singleplayer. Aber da konnte ich diesen Kram am Anfang des Levels skippen. Aber mit eurem Artefakt kann ich dieses Land wieder in Ordnung bringen. Wirklich? Oder machst du es nur noch mehr zu scheiße? Zuerst muss ich euch drei loswerden. Hätte sie einfach nett gefragt, hätten sie bestimmt ja gesagt. Ja, nein, bitte den Coin. Ja, warum nicht? Wir können sie ja gar nicht geben. Ja, aber ausleihen, die macht. Dann muss man ja nicht gleich hergeben. Warte mal, was sollen wir nochmal tun? Ich glaube irgendwie die Fresse schießen. Ja, ich habe ihn angeschossen und jetzt ist er so ein bisschen gechillt. Warum? Au, scheiße. Das ich nehme an, dass ich jetzt nicht mehr zurückkommen kann, oder? Warte, bist du da vor dem Feuer geschützt? Wahrscheinlich nicht. Gut gemacht. Erledige nun den Rest. Die Helden hatten herausgefunden. Klasse. Oh, danke. Oh, schau mal, ja, wir müssen es nicht nochmal anhören, das ist neu. Das wäre ja auch... Ehrlich gesagt, ich hätte das für normal gehalten, aber... Ich bin mir sicher, wo ich treffen muss. Ich glaube, er hat Ohrringe oder so. Die muss ich treffen. Super. Das nenne ich immer... Ja, ich habe ihn... Immer wenn es leuchtet, jetzt. Okay, hab ihn wieder. Wechsel einfach zu... Pontius, block Feuer ab und dann schieß wieder auf ihn. Also ich habe mir jetzt eine Blase gemacht, das sorgt dafür, dass meine Pflanzen permanent da sind, weil immer wenn sie kaputt gemacht werden, wachsen die wieder neu, weil das Wasser genau da drauf liegt. Schieß auf ihn, deine Seite. Was? Ich kann nicht. Du hättest gerade schießen müssen. Ich hab's zumindest. Ja, ja. Dein ja, wunderbar. Okay, dann mach ich. Du hast deine Schwester betrogen. So, okay, Wasser fließen habe ich jetzt auch. Und ich wäre Königin geblieben, wenn der Wald nicht ihre Kräfte gestoppt. Er zittert vor Furcht. Oh, irgendwas macht mir Damage. Gegner. Folgt meinem Ruf. Steine und Gegner, ja. Wir müssen uns erstmal angucken, was hier so alles passiert. Gegner und Steine. Der Gegner kommt hier nicht hoch. Ja, genau, ein Fass. Also bei mir liegt das Fass unten. Ich hab's ihm entgegengeschleudert. Eins davon. Und das zweite kommt auch gleich. Ich treffe mit keinem einzigen Schuss. Egal, Hauptsache wir verrecken. Oh nein, noch mehr Fässer. Oh, scheiße. Ich hab ganz schön viel Leben verloren. Ah, Treffer. Sehr schön. Oh, es fehlt noch deine Seite nach diesem Bild da. Ach so, das ist mir gar aufgefallen, dass das überhaupt existiert. Das habe ich auch erst gerade gesehen. Aber es muss ja irgendeinen Nutzen haben. Ich habe auf ihn geschossen, aber nee, von meiner Seite bringt es nichts. Muss du machen. Die Platten sind gewachsen und haben einen Schuss blockiert, Leute. Ja, sehr schön. Glaubt ihr, ihr könnt es fehlen noch zwei Schüsse. Letzter Teil vom Ohrring und... Naja, da oben eben. Stärke. Ja, du kannst erst wieder drauf schießen, wenn es leuchtet jetzt. Höher. Ja, sehr schön. Oder ist wieder so Viech bei mir? Geh jetzt und überrenne sie. Bei mir auch, aber das von mir kommt nie hier hoch. Und die Steine kann man ja einfach blocken. Okay, Elektrofass. Feuerfass wollte ich sagen. Ja, wunderbar. Haben wir schon gewonnen? Yeah, ich freue mich aufs DLC. Unbedingt heute machen. Ja. Wir haben ja noch Zeit. Das ist nicht. Wir müssen ja eh wieder aufnehmen. Ist ja erst 11. Wenn das Projekt fertig die ist. Die Ranken, die die schlafende Prinzessin gehalten hatten, zogen sich zurück. Was ist passiert? Kann man das skippen? Lebe ich noch? Rosie! Ja, kannst du nicht spammen, ja. Ich will. Was ja, was soll's? Ja, ich habe mich nur gewundert, weil das Spaß geworden ist, aber es gehört dazu. So,
Wir machen jetzt das DLC auf Hardcore schwer und danach machen wir das DLC mit nur einem Charakter. Kurz darauf kehrte Isabel mit ihrer Schwester. Jedes Level mit einem anderen. Hör mir das nicht kommen. Sehr erfreut, Frau. Ja, wenn du Hardcore schwer und die Umstände heiterer. Nee, ich glaube, das schaffen wir nicht. Bei Hardcore schwer, ein Level nur Magier. Viel Spaß. Braucht ihr etwas? Ein Handtuch? Ich glaube, das war das fünfte, bei dem man Magier am besten spielen kann. Ihr habt zudem Problem am Ende ist nur, du darfst den letzten Bogenschützen nicht umbringen, weil man den braucht, um diesen Rotor für diesen Kopf da runterzuholen. Und wenn man den mit dem Eimer spielt, geht das? Ist das möglich? Ich denke, es ist mit allen irgendwie möglich, aber wir suchen uns raus, mit welchem das sinnvollste ist. Ich bin mir sicher, dass nicht mit allen möglich ist. Aus Wohlbehagen und ja, das ist, glaube ich, bei der Hauptstory aber auch. Tunnel verschwanden aus dem Blickfeld. Wasser verschieben gehen wir Pontius nicht so leicht. Der Trine brachte Pontius ist eigentlich der schlechteste. In den Wald zurück, mit dem würde ich gar keine Level machen wollen. Und der Ritter ja, mit dem hast du aber schon eins gemacht. Ja klar, das zweite kriegst du mit jedem hin. Das Königreich ist gerettet und der Wald wieder normal. Wie denn nur? Isabels Magie hatte den Wald beeinflusst. Jetzt, wo sie frei ist, stimmt das Gleichgewicht wieder. Nein, ich habe das magische Wasser für meine Kartoffeln vergessen. Hier, ich habe eine ganze Haut voll davon. So ja. Ja, die konnte also man ja schon mal hören, deswegen können wir reinreden. Sie kostet 5 Goldstücke. Was? Du hast doch schon eine Krone. Was? Du spielst Bingo? Die drei sprachen die ganze Nacht über ihr großes Abenteuer. Nein, das war meine Antwort. Bevor sie morgens aufbrachen. Die Prinzessin und die Kürbisse das wurden Ende. Gerettet. Schauen, ob jetzt wieder das Abenteuer neigt sich dem Ende entgegen. Ach, schau mal, der Komplett sieht's anders. Ende? Von wegen. Wir haben eine Überraschung. Ist das nicht sogar der Boss-Goblin? Der geht um. Oder ein Standard-Goblin? Ich kenne den Unterschied nicht alle so früh. Schwere Nacht, der Endboss-Goblin sah auch finstere Gestalten aus. Durch den Wald vor Amadeus. Echt? Ich dachte, das war der sogar in seinem Panzer. War der nicht ein bisschen kleiner als die normalen? Weil da kennt man nicht so, wenn der so in einer Riesenmaschine drin sitzt. Der soll sich ich glaube nicht, dass wir so weit kommen, aber am Morgen haben wir auch noch Zeit. Die Arme ja erstmal in den Sack. Die Arme, die kann sich wehren, die Ausfrau. Naja. Was bringt es, wenn du zuschlagen kannst, wenn der, den du schlägst, das kaum spürt? Diesmal kommen uns diese verdammten Helden nicht in die Quere. Soll er das denn kaum spüren? Lasst mich euch eine kleine Geschichte von den Kobolden erzählen. Die sahen alle noch fit aus danach. Denen wir gerade begegnen. Ich würde sagen, Damage gleich. So alle. Ja, zwei umgeschlagen, der dritte hast du gefangen genommen. Aufgehängt worden, um die nein, der sie hat den ersten links umgeschlagen, der sie danach sie gefangen genommen hat, nachdem sie den ersten rechts. Ja, was ist, wenn der erste links umgefallen ist und der hat sich halt da ein anderer hingestellt. Der andere liegt immer noch am Boden. Der Schatten schaut eins zu eins identisch aus, was natürlich nicht gerade aussagekräftig ist. Ja, die komplett schauen doch sowieso alle gleich aus. Ich muss nach Hause. Kommt das Level jetzt eigentlich instant? Ich habe genug erlebt. Ich habe genug von Drachen. Ganz schön leer hier. Genau. Dass wir etwas vergessen. Und die schauen in der Aufnahme so schräg aus, die Charakter. Wir haben die Prinzessin gerettet. Wir haben die Kürbisse gerettet. Schau dir jetzt das Gesicht von Magier an. Ach du Scheiße. Was denn? Doch guter, schöner Magier. Und weiter geht's. Ja, wenn du noch auf ihn stehst. Klar, sexy Magier. Magier-Style, Gandalf-Style. Okay. Doppelkill. Kommt man hier eigentlich auch anders hoch? Ich hab keine Ahnung, wie du mit Pontius hier rauf willst, ehrlich gesagt. Test du das mal. Hier war ein Explosionsfest, aber wenn du am Leben lässt, da kann man vielleicht einen Turm bauen. Warte, hier sind ja noch welche. Sind noch welche? Wie kriegt man die da raus? Da war ein Dreh drin! Da war ein Dreh drin! Ich würde da nicht hingehen. Echt? Ich würde da nicht.
Hast du das absichtlich? Ich wollte sie anziehen, Magnetismus und so. Ja, ich hab gesagt, da will ich XP drehen. Was glaubst du, was ich dann mache? Ich bin da weg. Ich find's interessant, dass wir die sehen können, obwohl ich die ja schon eingesammelt habe. Ja, ich eben nicht. Ich bin der Horst. Der Horst hat schon Vorrecht. Soweit ich das weiß. Weißt du noch, wie wir damals... Ich weiß, wie du die Parts genannt hast. XP sammeln 1 bis 7, so circa. Wo wir nie 100% erreicht haben. Das hat vielleicht genervt. Das kann ich ja nicht anschauen. Das bin ich ja nicht mit so. Jedenfalls war es dann doch sinnvoller, das im Solo zu machen. Das, was ich jetzt inzwischen gern mache. Nein, da sollst du nicht drauf gehen. Hey! Die haben mich getrollt, die Plattform. Ich bin oben. Wie wär's, wenn du auch hochkommst? Da soll ich dir ab. Nee, ich hab dir eine Hilfe. Ich hab dir eine Hilfe geöffnet. Dieses Ding da, das kannst du jetzt benutzen. Welches Ding? Die Plattform hier, die habe ich gerade umgeschaltet, was auch immer es dir bringt. Naja, es hilft doch tatsächlich. Lass mich mal fliegen. Ich muss auf die andere Seite gehen. Wo will er hin? Beeilung, los. Wir müssen die Mauern beschützen. Das ist dein eigenes Weg. Drück der Knopf. Du kannst nicht fliegen, ich hab's. Ja, aber probier's. Das ist sehr unrealistisch. Was? Wieso? Ach, das weht hoch! Ja, da ist die Physik so ein bisschen. Ja, es also hat Schwung von uns gehabt, deswegen geht's weiter hoch, weil eben keine richtige Schwerkraft mehr da drin ist. Pass ja auf, da kommt hier ein Gegner. Nicht so ein Schwein. Aber ich sollte abbauen. Da kommt was. Mir ist plötzlich so nach Speck. Wieso konnten wir es eigentlich nicht aufhalten? Weil wir es nicht getroffen haben. Ich wollte es ja schon vorher töten, aber ich habe zu niedrig gezielt. Mein Pfeil ist gegen diese Brücke gekreist. Dekoration. Also ich hab's vereist. Nein, das will ich. Das Ding ist ja nicht stehen geblieben. Der drei zu feiern. Ja, aber einmal ein Schuss reicht halt nicht. Nein, um sich am Feuer zu wärmen. Das Ding wurde aber auch nicht verlangt. Kunde zu hören. Und warum kann man das nicht skippen? Wirt, die Helden sind zurück. Und sie haben Durst. Ich ja. Muss nach Hause zu Margaret. Komm mal, leider echt nicht so den Arsch. Ja, so halten sie zumindest die Presse, wenn man ESC drückt. Ich habe das Gefühl, dass wir etwas vergessen. Ja, das stimmt, ja. Nicht auch gerade. Wir haben die Prinzessin gerettet. Wir müssen beide gleichzeitig. Aber ESC-Spam, mal schauen, ob es irgendwann geskippt wird. Das ist echt lustig dann. Und weiter geht's. Bitte, treff mich nicht. Aua, wer hat mich jetzt getroffen? Ah. Ja, genau. Das habe ich gerade aufgefragt. Nein, scheiße, schon wieder. Wo ist denn der? Da hinten ist der Jack. Schneller. Der wartet, ist schon aktiviert. Ach ja. Pass auf. Den kann ich nicht aktivieren, scheinbar. Was? Ja,